Und ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part unter die Lupe genommen. Heute ist Evoldo zockt an der Reihe und wir starten gleich in den Kanal hinein und schauen uns mal den Banner an. Also du hast hier, also das ist in deinem Banner hier, das ist Assassin's Creed, oder? Also ich denke, dass er das ist. Also links oben ist auf alle Fälle Mario zu sehen. Du hast den Hintergrund hier auch. Also ich habe da mir so ein bisschen die Figuren durchgeguckt und da ist halt Mario und Luigi und Kirby und Sega und also Sonic halt, ne? Link ist hier zu sehen. Ich habe hier ein Pokémon gefunden. Also es sieht nach ganz viel Konsolenspielen aus, die da im Hintergrund sind. Dann dein, also ich finde den Banner, er ist klar, er ist übersichtlich. Man sieht auf alle Fälle, es geht hier ums Gaming. Und ja, für mich sehr passend auf jeden Fall. Der Avatar, wenn wir uns den angucken, da hast du EZ für Evoldo zockt, hat für mich auch tatsächlich einen Wiedererkennungswert. Also ich weiß, wenn ich den Avatar sehe, das ist der Evoldo, der da irgendwas geschrieben oder gepostet oder gemacht hat. Finde ich sehr passend, auch wenn er jetzt nicht in den Banner hineinpasst. Muss ich ganz ehrlich sagen, mich persönlich stört es nicht. Das muss ja auch nicht, das ist ja nicht so wichtig. Also das Gesamtbild der Begrüßung gefällt mir auf alle Fälle schon mal ganz gut. Und wenn wir uns jetzt so ein bisschen durch deine Startseite scrollen, dann sieht man, du hast so die neuesten Videos, du hast die beliebtesten Videos, dann hast du deine Projekte, wo dann auch hintersteht, montags kommt es und es läuft noch. Die Flash Games kommen dienstags und es läuft. Und das Lego Harry Potter kommt mittwochs und es ist auch noch laufend. Das Sims Free-to-Play, das ist jetzt noch aktiv bis zum 26.09. gewesen. Das heißt, das ist abgeschlossen, weil du da jetzt auf die Sims 3 auf dem Computer umgestiegen bist, weil dein Laptop das nun packt. Freut mich natürlich sehr, weil ich glaube, das ist doch schon nochmal ein anderes Spielen. Allerdings finde ich auf der Startseite nicht die Playlist für die Sims, aber ich sehe, du hast hier schon das erste Video hochgeladen. Allerdings ist es auch erst 10 Stunden her, von daher kneife ich da einfach mal die Augen zu. Ich denke, dass das damit zusammenhängt. Ich bin sicher, du packst die Playlist von dem aktuellen Let's Play schon noch mit auf deine Startseite. Also auf dem ersten Blick wirkt das Ganze auf mich tatsächlich aufgeräumt und passend. Und wir gucken mal ins über uns, was du da so schreibst und über dich verrätst. Du schreibst: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Crazy, ausgeflippt, hektisch und aufbrausend. Und dann seid ihr leider falsch. Seid ihr leider auf einem falschen Kanal gelandet. So. Auf diesem Kanal wird es künftig sogenannte Let's Plays geben, welche ruhig, nachdenklich, aber möglichst in einer unterhaltsamen Art präsentiert werden. Dafür nütze ich das Medium YouTube und ich hoffe, ihr werdet Spaß beim Videoschauen haben. Demzufolge wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen der Videos. Evoldo. Ja, ich glaube, da geht schon ganz gut draus hervor, dass du eher einen ruhigen Kommentarstil an den Tag legst und das ist ja auch so, ne? Also du bist da wirklich eher ruhig und das finde ich auch, das passt, also ich mag das, wie du die Spiele so präsentierst, weil auch deine Spielauswahl zu deinen Kommentaren passt. Also das ist für mich vollkommen okay. Dann hast du hier noch deinen Uploadplan und AskFM verlinkt und ja, man weiß auf alle Fälle, okay, wo bin ich hier gelandet, was für Projekte laufen hier momentan und welche Art des Let's Players wird mich hier denn wohl begrüßen. Und ja, das finde ich sehr schön und sehr passend. Ich kann dir hier jetzt auch für den ersten Blick tatsächlich 6 von 6 Punkten geben. Wenn wir den zweiten Blick angucken, dann fangen wir mal bei den Thumbnails an. Und da gibst du dir wirklich sehr viel Mühe. Man sieht das hier schon sehr gut. Man hat einen Wiedererkennungswert. Also zum Beispiel bei Harry Potter sieht man hier, das ist Part 1, die Kammer des Schreckens. Aber du hast jedes Thumbnail an deinen aktuellen Part angepasst. Das heißt, du hast immer einen Screenshot rausgenommen, den du da bearbeitet hast. Und das hast du überall gemacht. Du hast bei dem Let's Flash Dienstag hast du immer das Logo, je nachdem, was für ein Flash-Spiel du gerade spielst. Also hier SpongeBob und Goldminer, Cooking Mama, ja, und auch bei Lego Harry Potter. Also ich finde, ja, das passt tatsächlich sehr, sehr gut und sehr nett. Also die Thumbnails gefallen mir wirklich ganz gut.
Dann gucken wir mal hinein in deine Aktualität und deine Playlists. Ja, was sehen wir hier? Wir sehen, du hast hier das Lego Harry Potter ist bei Part 3. Bei dem normalen Harry Potter bist du bei Part 9. Und bei deinem normalen Sims-Spiel ist Part 1. Das Sims Free-to-Play ist Part 7. Und wir gucken einfach mal in deine Playlists. Und sehen, du bist hier auch tatsächlich aktuell unterwegs. Also da hast du immer gut einsortiert, so wie das auch sein soll. Auch hier fehlt übrigens noch die Sims-Playlist. Kann natürlich auch sein, dass YouTube mal wiederum spackt. Der speichert ja im Moment nicht alles. Also jedenfalls habe ich das Problem. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Wenn ich dann irgendwas geändert habe, dann hat er die Speicherung, dann hat er das nicht übernommen. Und ach, was weiß denn ich. Also vielleicht liegt es auch daran. Wie gesagt, das lasse ich jetzt in die Bewertung auch mal nicht einfließen. Jetzt gucken wir uns noch die Playlist-Beschreibungen an. Hast du welche? Wenn ja, wie sehen sie aus? Und da gucken wir einfach mal hinein. Also du hast hier immer einen kleinen Satz dazu geschrieben. Das hast du auch in jeder Playlist tatsächlich gemacht. Bei dem Lego Harry Potter, bei deinen Kanaltrailer und Specials, bei deinem Flash-Dienstag und auch beim normalen Harry Potter. Also überall hast du was reingeschrieben zum Spiel. Finde ich, ja, ist sehr, sehr gut. Behalte es unbedingt bei. Das ist echt wichtig, finde ich, dass man da ein bisschen nachgucken kann, worum geht es denn eigentlich in dem Spiel. Dann die Zuschauerinteraktion, die gucke ich mir natürlich auch immer an und da ich bei dir ja auch schaue, ich meine, ich schaue nun hauptsächlich das Harry Potter bei dir an, weil ich das Spiel einfach total toll finde, weil ich es damals auch gespielt habe und du machst es so nett, weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung, du gehst auf die Zuschauerkommentare immer wirklich schön ein und auch jetzt beim Durchseppen, als ich mal geguckt habe, ob du das so durchgehend machst, ist mir aufgefallen, ja, das machst du bei deinem letzt hochgeladenen vor 10 Stunden hast du nun noch nicht reagiert, aber das ist ja auch erst 10 Stunden her, ne? Und das ist mitten in der Nacht wahrscheinlich gewesen und deswegen ist es vollkommen egal. Also du gehst sonst auf deine Zuschauer auf alle Fälle ein. Du hast auch wirklich eine Auswahl an Spielen hier, wo ich sagen muss, dass das passt einfach so nett zu dir, ne? Also du hast hier Spiele gewählt, wo ich sage, die passen tatsächlich auch so zu deinem Wesen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das gefällt mir echt ganz gut. Deswegen bekommst du jetzt hier für den zweiten Blick von mir 5 von 6 Punkten. Dann habe ich mir natürlich Videos angeschaut und da habe ich mir den ersten Teil jetzt von Sims 3 am PC angeguckt. Das ist die Charaktererstellung, die du da machst. Und die finde ich sehr, sehr nett und du kommentierst das Ganze auch wirklich so flüssig und ruhig, aber durchgehend. Du erzählst so ein bisschen was von der Abschlussfeier, die du nach deiner Ausbildung hattest. Und da sagst du dann einfach, was für Klamotten ihr anhattet und was für einen Kontrast ihr hattet. Und es ist sehr, sehr nett, also es ist wirklich schön. Das ist einfach sehr sympathisch. Du begrüßt deine Zuschauer in jedem Part, den ich bisher gesehen habe, immer sehr nett. Du verabschiedest dich auch sehr nett und hast da eine Bildqualität von 1080p. Auch der Ton passt sehr gut. Der Ingame-Sound könnte tatsächlich in einigen Spielen immer noch ein kleines bisschen lauter sein. Also nicht viel, einfach wirklich nur ein kleiner Hauch. Und das ist dann schon in Ordnung. Das Einzige, was mir aufgefallen ist bei deinen Videos, was ich kurz ansprechen möchte, ist, dass du in jedem Video ein Intro und ein Outro hast. Ich bin immer nicht so der Freund davon. Ich weiß schon, dass das Geschmackssache ist und dass das jeder auch für sich selber entscheiden muss. Natürlich, ja. Ich bin kein Fan von Intros. Einfach weil ich oft, also bei vielen Spielen, ich komme nicht täglich dazu, irgendwelche Videos anzuschauen und dann lasse ich immer Teile der Playlist durchlaufen. Und wenn das dann Spiele sind, die zum Beispiel storylastig sind oder wo man das einfach gern in einem Rutsch sehen möchte, da reißt so ein Intro einen immer so ein bisschen raus. Ein Outro zum Beispiel finde ich jetzt nicht so störend, ja, das kann ich notfalls wegklicken, wenn es denn da ist. Beim Intro geht es nicht so einfach. Also, wie gesagt, das ist Geschmackssache, jeder muss es selber wissen und dein Intro ist auch okay, ja, also das ist ein schönes Intro auf jeden Fall und auch dein Outro ist nett. Ich persönlich würde es aber wahrscheinlich nicht in jedes Video reinsetzen, sondern immer am Anfang einer
eines Let's Plays oder einer Staffel oder so. Also ich denke, das reicht. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Ich habe jetzt schon das so und so gesehen. Manche machen das vor jedes Video, manche machen das nicht. Das muss jeder selber wissen. Es ist mir nur aufgefallen. Ich würde es wahrscheinlich ein bisschen anders handhaben. Und damit sich jeder jetzt mal ein Bild machen kann, bevor wir zur Punktevergabe für die Videos kommen, habe ich mir rausgesucht von Lego Harry Potter einen Part, und zwar den aktuellen, den du hier vor 13 Stunden hochgeladen hast. Das ist Part Nummer 3, Gigantischer Troll. Da habe ich eine kleine Szene rausgesucht und wünsche jetzt einfach allen mal viel Spaß beim Zuschauen. Finden uns und alle essen. Zu Mittag und zu Abend. Draco Malfoy. Ah, das macht man nicht, Malfoy. Ja, wir schlagen zurück. Professor Quirrell, was machst denn du hier? Fluffy. Ja, sieht nach Fluffy aus. Wie alle Angst haben vor Fluffy. Oh, der arme Albus Dumbledore. Und jetzt kommt, glaube ich, der erste Kampf. Ja, genau. Die Proportionen, zu kleiner Kopf und zu großer Körper. Ron kann Kräte in Röhren schicken, genau. Das musste ich dann im ersten, also im letzten Part, wo ihr natürlich nie sehen werdet, habe ich das müssen erledigen. So. Kötze, mach deine Arbeit. Das ist noch eine schlaue Ratte. Die Kötze. Oder beziehungsweise Peter Pettigrew. Oh, lauft eigentlich der Troll hin? Ah, okay. Muss ich jetzt hin? Schnell überlegen. Irgendwie muss ich ja ausweichen. Kommt der Legostein hin? Also er kommt an. Andere wahrscheinlich nebendran hin. Ja, genau. Da ist es. Neben dem gelben. Mit Wingardium Leviosa kann ich das ja nicht wegzaubern, das ist zu groß. Ein Puzzleteil. Gut. Ja, wird Evoldo es schaffen, den blauen Legostein noch richtig anzuordnen? Kommt er von der Kugel weg oder nicht? Das müsst ihr euch dann selber anschauen. Ich möchte hier für die Videos jetzt auch 5,5 von 6 Punkten geben. Einfach weil die Bildqualität sehr gut ist, die Tonqualität ist hervorragend. Da gibt es einfach wirklich nichts zu meckern. Du hast einen ruhigen Kommentarstil, das weiß man aber, wenn man bei dir guckt, sowieso. Von daher passt das für mich und 5,5 von 6 Punkten für die Videos ist doch, glaube ich, ganz okay. Dann gucke ich ja immer noch ein bisschen auf die Bonuspunkte und da schauen wir hier auch nochmal ins Über uns hinein.
Und da stellen wir fest, du hast im Über uns einmal den Uploadplan und Ask.fm. Und wir machen uns auch den Uploadplan jetzt mal auf. Und da werden wir sehen, du hast hier diesen Uploadplan. Ja, dass es wieder etwas lädt, liegt daran, ich lade mal wieder Videos hoch. Ne? Das ist echt bei mir ein Krampf. So, jetzt sieht man es aber. Du hast hier den Plan für den Oktober. Und du hast hier gekennzeichnet für dich. Ist es gerendert? Ist es, hast du das noch nicht gemacht? Ist es schon hochgeladen? Ist es freigeschaltet? Oder und so weiter und so fort. Man sieht hier, an welchen Tagen was kommt. Also am 1., 10., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10. und so weiter und so fort. Also man kann hier genau gucken, wann kommt denn was eigentlich raus, wenn man eine Serie verfolgt. Das finde ich auch okay. Das ist in Ordnung so. Es ist auf alle Fälle übersichtlich. Die erste Idee, die ich hatte, war, ja Mensch, das sieht ein bisschen so aus, als ob du das für dich selber machst, um zu gucken, wie weit bin ich denn da eigentlich mit meinen Videos. Und ja, aber das ist schon in Ordnung. Man findet sich auf jeden Fall zurecht. Dann gucken wir noch Ask.fm an. Was du hier Schönes hast, da hast du leider das Layout, also das Design noch nicht angepasst an deinen Kanal. Du kannst da übrigens den Hintergrund ändern, sodass sich das ein bisschen in dein Spiel anpasst. Das würde ich vielleicht noch machen. Bonuspunkte gebe ich jetzt hier tatsächlich keine, weil, ja, ich gebe dann Bonuspunkte immer, wenn irgendwas Besonderes ist. Es ist mir jetzt nicht besonders genug. Nichtsdestotrotz kommst du auf eine Gesamtpunktzahl von 16,5 Punkten. Ich packe den Kanallink wie gewohnt und wie gehabt unten in die Videobeschreibung rein. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen tollen Tag. Danke fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.